Exil. Exil ist ein Verbannungsort, ein Zufluchtsort. Exil kommt vom lateinischen Exilium und Exilium kommt vom lateinischen Exul und das heißt der Vertriebene, der Verbannte. Im alten Rom und auch im Griechenland war Exil eine der schlimmen Strafen. Jemand, der sich irgendetwas schuldig gemacht hat, konnte aus dem Ort, aus der Stadt, aus dem Land vertrieben werden und musste dann ins Exil gehen. Exil ist also Verbannung, in die man durch äußere Umstände gezwungen wird oder auch geschickt wird. Heutzutage spricht man von Flüchtling, jemand, der geflohen ist, aber es gibt auch Menschen, die auch weiter ins Exil getrieben wird. Man kann sich auch im Exil fühlen. Das heißt, du spürst irgendwo, du bist nicht da, wo du eigentlich sein solltest. Du fühlst dich irgendwo fremd, du fühlst dich im Exil. Leben auf der Erde ist Leben im Exil. Deine wahre Natur ist Sein, Wissen und Glückseligkeit. Deine wahre Natur ist reines Bewusstsein. Deine wahre Natur ist eins mit Gott. Wenn du in dieser Erde bist, dann magst du dich vielleicht öfters wie im Exil fühlen. Du musst etwas tun, was du nicht wirklich willst. Du beschränkst dich, du machst Erfahrungen, die dich nicht zufriedenstellen. So kann man manchmal das Gefühl haben, auf dieser Erde zu sein wie im Exil. Wenn du dieses Gefühl hast, im Exil zu sein, dann nutze all dein Denken, all dein Fühlen, um zurückzukehren zu deiner Heimat, zu deinem Ursprung, nämlich zu deiner wahren Natur, zum Göttlichen. Sich im Exil fühlen kann heißen, dass du mit großer Bewusstheit spirituelle Praktiken übst, um aus dem Exil herauszukommen. Aber du hast in deinem Exil auch Aufgaben. Es gilt auch, deine Mission zu erfüllen. Und wenn du die Mission erfüllt hast und dann mit großer Sehnsucht nach Gott strebst, wirst du zurückkehren zu deiner Heimat, zu deinem Ursprungsort, zum Göttlichen.